Nur schwierig zu sehen auch für die Unparteiischen. Da hat sich viel abgespielt, viel Verkehr. Oh, und harter Check jetzt. Und es gibt auch eine Strafe. Wer ist der Übeltäter? 2+10 Minuten angezeigt. Wegen ein Check von hinten und bei einer Verletzung könnte das sogar noch mehr werden. Hat gar nicht gut ausgesehen. Harald Ofner mit dem Kopf gegen die Bande. 5+ Spieldauer für Matthias Tratnik. Die Entscheidung ist gefallen. Check von hinten, der Ausschlussgrund. Und das völlig zu Recht, meiner Meinung nach, eine wirklich böse Attacke. Nicht die erste heute von Matthias Tratnik, nicht die erste in dieser Saison. Und Harald Ofner muss hier mit einer Trage wohl hinausgebracht werden. Hoffentlich ist hier nicht allzu viel passiert. Sieht nicht gut aus. Wir wünschen dem Capital-Stürmer auf diesem Wege natürlich alles Gute. Wir wollen gar nicht hinsehen, aber wir zeigen diese Szene frontal in die Bande mit dem Kopf hinein. Und im Moment wird daran gearbeitet, Harald Ofner möglichst komfortabel hinaus zu transportieren. Kurze Unterbrechung jetzt. Und danach geht es mit einer 5 Minuten Überzahl für Wien weiter. Und das Schiedsrichterquartett hat soeben die Strafe sogar erhöht auf Matchstrafe. Also damit wird Matthias Tratnik auf alle Fälle einmal mindestens 3 Spiele aussetzen. Damit könnte, muss aber natürlich nicht, die Semifinalserie für Tratnik schon vorbei sein. Aber wenn ich mir den Check so angesehen habe, dann könnten das auch deutlich mehr Spiele werden. Ofner fällt hier natürlich auch unglücklich, aber das ist einfach zu hart. Und wenn das ein Tommy Koch macht, dann sage ich, okay, kommt vor. Aber Matthias Tratnik gilt als Wiederholungstäter. Ich erinnere an die Aktion gegen Tyler Scofield in Salzburg, als er den KC-Spieler in die offene Bande hineingestoßen hat. Also, alle Trümpfe jetzt in Wiener Hand. 4 gegen 3, das ist nicht vergleichbar mit einer 5 gegen 4 Überzahl. Das ist bei weitem gefährlicher, weil sich mehr Platz auf der Eisfläche bietet. Wien jetzt mit der Chance, dieses Spiel zu entscheiden. Salzburg befreit sich erstmals, aber Wien hat genügend Zeit hier, das Spiel für sich zu entscheiden. Björnli auf Buschar. In das Drittel sich jetzt hineinzuarbeiten, ist natürlich auch nicht ganz so schwierig. Buschar. Nächstes Foulspiel, aber dieses Mal nicht geahndet. Wieder Buschar. Fortier lauert. Klaus Dalpiaz lässt grüßen. Buschar. Graton im Weg. Oh, wie spannend ist das jetzt? Auch mein Puls geht im Moment kräftig in die Höhe. Björnli. Fortier und Tibis. Grandioser Reflex wieder von Rainer Tibis. Eine Wahnsinnsperformance wieder vom 35-jährigen Keeper. Aber die Capitals kommen schon wieder mit Graton. Stark gelöst von Manuel Latusa. Zeigt hier auch seine defensive Stärke. Aber jetzt der Scheibenverlust und der könnte teuer werden. Graton. Björnli. Verzweiflungsversuch von Benoit Graton. 3 Minuten 30 noch. Hier die Überzahl für die Caps. Buschar. Schlechter Pass von Buschar und die Salzburger mit dem nächsten Entlastungs-Befreiungsschuss sozusagen. Rotter.
zeigt vor wieder, wie die Scheibe hineingehört ins Drittel. Rafael Rotter. Kasperson auf der blauen Linie jetzt gemeinsam mit Jeremy Rebeck. Tauscht die Position, Rebeck. Rottmann, Außenstange. Und Divis. Was für ein Eishockeyspiel. Hier noch einmal. Rebeck. Rottmann bekommt die Scheibe. Und wenn er aus diesem Winkel trifft, dann ist das ein Anwärter auf das Tor des Monats. Reinhard Divis. Kasperson. Rafael Rotter. Nächster Schussversuch. Im Anschluss gibt es dann einen interessanten Talk im Hangar. Unser Gehirn können wir ihm vertrauen. Vielleicht bleiben Sie ja nach diesem hochinteressanten Spiel noch etwas hängen bei Servus TV. Würde uns freuen. Kasperson! Jeder Schuss könnte jetzt ein Volltreffer sein. Wieder Kasperson. Rotter. Gut gestört von Lynch. Ganz klare Strafe. Nicht geahndet. Und jetzt die Möglichkeit für die Caps. Und das Tor ist aus der Verankerung. Und wieder setzt Rieger noch nach. Steven Rieger schenkt heute keinem Gegenspieler auch nur ein bisschen etwas. Aber für mich zuvor eine ganz klare Strafe gegen Salzburg. Da wurde Rotter ganz klar behindert. Die Beine weggezogen. Hätte eigentlich die nächste Strafe geben müssen. Und Sie sehen es, die Salzburger verteidigen hier mit Mann und Maus. Dort liegen zwei Spieler im eigenen Tor. Jetzt wird alles hineingeworfen in diese entscheidende Phase. Ja, und können die Salzburger vielleicht diese Unterzahl schadlos überstehen, dann könnte das noch einmal Kräfte freisetzen. Reinhard Divis setzt jetzt auch noch Kräfte frei, indem er etwas Zeit gewinnt, sich sammelt. Und die Capitals wieder mit dem Bulli gewinnen. Bjarnli. Fortier. Auf Buscha. Oh, der hat Platz. Wieder der Pass auf die Außenbahn. Buscha. Lauert hier. Wieder treffen die Capitals das Gehäuse nicht. Zu wenig Präzision jetzt im Spiel bei den Wienern. Und Salzburg agiert weiterhin höchst geschickt. Bjarnli. Auf Fortier. Bouchard bietet sich an und jetzt passt es! Das Spiel ist vorbei! Und die Capitals gewinnen mit 6:5. Und jetzt wird die Albert-Schulz-Halle hier zum absolut nächsten Kessel. Das ist Fortier-Torschütze François, der Game-Winning-Goal Bouchard. Es hat sich abgezeichnet, natürlich hat es sich abgezeichnet. Dauerdruck durch diese Überzahl, durch die Undiszipliniertheit von Matthias Tratnik, über die wird noch zu sprechen sein. Und jetzt lösen sich hier alle Emotionen. Ein One-Timer mitten ins Salzburger Herz entscheidet hier dieses Spiel. Und jetzt natürlich Standing Ovations für die Donaustädter. Bouchard hat gewartet, Bouchard hat Geduld bewiesen, hat zwei, dreimal das Tor nicht getroffen. Aber letztlich hat es geklappt und somit gleicht auch die Wiener Mannschaft, gleichen auch die Capitals, genauso wie der KC in der Serie aus. Wir sehen uns das spielentscheidende Tor noch einmal an. Fortier mit der geschickten Seitenverlagerung, mit Zug, mit Tempo. Genau auf die Schaufel, perfektes Timing und Divis kommt einfach nicht mehr auf die andere Stange rüber, hat hier keine Möglichkeit
dieses Mal. Der Schuss von Bouchard nicht zu zentral dieses Mal. Präzise genug, um die Albert Schulz-Halle hier in Ekstase zu versetzen. Das erste Playoff-Tor für François Bouchard an Wichtigkeit natürlich kaum zu überbieten. Und so sehen die Fans aus. Gelöst, ein Befreiungsschlag zu einem wichtigen Zeitpunkt. Heute eine Niederlage aus Wiener Sicht. Und es hätte schon fast vorbei sein können. Hier die Kabine der Capitals. Ja, noch relativ emotionslos, aber da wird sich heute noch einiges abspielen. Natürlich, ein Sieg bedeutet noch nicht viel. Und es muss auch schon die volle Konzentration genau zu diesem Zeitpunkt schon wieder auf dem nächsten Spiel am Sonntag liegen. Also, der Matchwinner für die Capitals darf jetzt zu Wort kommen bei Martin Pfanner. Der Torschütze zum entscheidenden 6:5, François Bouchard jetzt bei mir. François, you told me it wasn't pretty, but that doesn't matter right now. Schön, aber das yeah, macht the bottom nichts. Line is that we got a W. Das Wichtige ist, dass wir auf 1:1 ausgeglichen sind. Egal, ob du 6:2, 6:0, 10:0, es gilt immer ein Spiel. Und wir haben ausgeglichen. Das ist das Wichtige für uns gewesen heute. Und jetzt sind wir wieder auf dem Startfeld. Das Spiel wurde durch die Special Teams entschieden. Man hat so viele Strafen genommen. Ja, das stimmt. Das willst du natürlich nie sehen. Diese Penalties sind